jetzt. Das Stück fängt sofort an mit der Konfliktsituation, der Tod von Karl V., also eine neue Ära fängt an. Das Unglück, das der Carlos, der Hauptfigur, eigentlich kennt, in die Liebe, die ihm nicht gegönnt ist, weil die junge Prinzessin de Valois aus Frankreich jetzt sein Vater gehört, also eigentlich seine Mutter ist. Sofort ist man in das Drama rein. Wir haben eigentlich nur ein großes Bild, das bekannte Auto da Fé, mitten in dieses Drama. Das muss man natürlich als Regisseur auch lösen. Und ich glaube und hoffe, da eine Lösung gefunden zu haben, in dem Sinn auch, dass da auch kennzeichnend doch ist in dieses großen Tableau der Konflikt innerhalb der Familie, den Streit zwischen Väter und Söhnen, die Väter, die anwesend sind, Filippo, die Väter, die abwesend sind, Karl V., der gerade gestorben ist, und der noch größeren Vater im Himmel, der doch ziemlich stark auch in dieser Geschichte, in der Person der Großinquisiteur, in diesem Drama vorhanden ist. Und daneben gibt es auch noch diesen Auftrag seines Freundes, Posa, sich um Flandern zu kümmern. Und diese Sache kriegt er einfach nicht im Griff. Und er wankt auch und schwankt ein ganzes Stück durch, von eins Bein auf dem anderen, von einer Idee, eine Gedanke auf die andere und bringt letztendlich gar nichts fertig. Und so geht es in diesem Stück viele. Das sind ja nicht nur die Flammen, die brennen in das Auto da Fé, sondern all diese Figuren im Laufe dieses Stückes brennen. Und was bleibt, ist ein Haufe Asche. Thank you.